Hey und herzlich willkommen zum nächsten Schnellguide. Heute schauen wir uns Würs an in Kombination mit Chantodos. Wir nutzen nämlich die Druckwelle von Chantodos und die Archon-Stapel-Bonus-Dings vom Würs und werden dann in der Archon mit den Zerstörungsdruckwellen eine Menge Schaden anrichten, wie ihr dann auch noch sehen werdet im Gameplay. Aber vorher schauen wir uns kurz an, was wir alles ausgerüstet haben, und zwar die sechs Teile von Würs natürlich, dann die beiden Chantodos-Dinger hier, Chantodos Wille und Chantodos Kraft. Mit dabei habe ich den Schwur des Abenteurers und die Windrose. Einmal, dass wir weniger Schaden erleiden, wenn wir uns bewegen, beziehungsweise wenn wir dann stillstehen, dass wir dann mehr Schaden machen. Dann natürlich Versuch das unmögliche Kette, dass wir dann gleich mit mehreren Archon-Stapeln starten. Dann die Ashnagars Blutarmschi. Ich kann dieses Wort immer nicht richtig aussprechen, es tut mir leid. Was einmal dann die Stärke unserer Schilde erhöht. Dann den Obsidianring des Tierkreises, vor allem für die Abklingzeitreduktion. Chantodos hatten wir schon. Dann gehen wir jetzt über zum Würfel. Da habe ich dann den Sternfeuer mit dabei. Dann natürlich den Zwami, dass unsere Archons dann. Archons, dass unsere Stapel von der Archon dann auch noch nach der Archon verfügbar sind. So. Und natürlich die Manold-Heilung. Das passiert, wenn man zwei Sachen schnell lesen möchte. Aus Manold-Heilung wird Manold. Ja, für den Paralyseproc natürlich. Dann zeige ich euch nochmal schnell, was für Fertigkeiten ich hier gewählt habe. Und zwar habe ich hier die magische Waffe mit Abwehr. Dann einmal die Arkanflut mit statischer Entladung. Dann das schwarze Loch mit Kraftraub. Die Energierüstung mit Lebensrüstung. Die Archon mit verbesserter Archon. Teleportation mit sicherer Teleportation. Und in den Passiven habe ich die Verwegenheit, die Paralyse, die Hervorrufung und die instabile Anomalie. Nochmal kurz erwähnt, wichtig für den Magier ist auf jeden Fall die Abklingzeitreduktion, dass ihr auch möglichst wenig Zeit zwischen euren Archon-Phasen verbringt und dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr hier auch stehen habt, Blitzfähigkeiten verursachen mehr Schaden. Jo, dann mal zum Gameplay. Mit Teleport könnt ihr auf jeden Fall schön aus der Masse rausporten. Ihr solltet darauf achten, dass die Energierüstung und die magische Waffe an ist. Dann müsst ihr, bevor ihr in die Archon geht, darauf achten, dass ihr hier auf eure 20 Stapel kommt. Weil vorher macht ihr nicht den gewünschten Schaden, den ihr gerne hättet. Das ist das Wissenswerte. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch mit der Druckwelle durch die Gegend teleportieren. Wenn wir dann mal Gegner finden. Die Druckwelle zerlegt eigentlich auch schon ziemlich gut. Ansonsten kann man natürlich noch gut den Strahl hier mit benutzen für den Paralyseproc. Aber wer den Blitzmagier und den Feuervogel schon mal gespielt hat, der sieht schon, dass das so eine Kombination aus beidem ist und eigentlich ziemlich cool. Der Magier muss ja erst eine Rotation durchlaufen, bevor er richtig angelaufen ist. Aber das kennt ihr vom Blitzmagier der letzten Season wahrscheinlich ja noch. Ja, aber für das Starter-Set, was man quasi hinterhergeschmissen bekommt, ist das ja erstmal nicht schlecht, ne? Also kann man ja erstmal schön machen hier. Dann zerlegen wir doch mal die nächste Gruppe hier. So, einfach schön reinporten, ne? Wir suchen ja ein bisschen die Nähe hier zu unseren Gegnern, weil wir auch eine Passive haben, die das dann schön verstärkt. Ja. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ich konnte euch den Einblick hier vernünftig gewähren in das Gameplay von dem Würs Chantodos Magier. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr dann viel Erfolg und viel Spaß beim Nachbauen habt. Und würde sagen, ciao und bis zum nächsten Schnellguide.